Was gibt Ihnen im Leben Halt? Ja, Beziehung. Hauptsächlich Gesundheit. Wenn du gesund bist, kannst du alles schaffen, ja. Liebe ist eh eine Halt. Antidepressants. And I live in Germany, so much better than Russia. Meine Enkelkinder. Mein Sohn. Familie. Ja, ja, da würde ich auch zustimmen. Meine Schwester. Und Freunde, natürlich. Ja. Meine beiden Enkelkinder. 3 und 5 Jahre alt, Rabauken bis zum Abwinken. Meine Kinder, meine Frau, meine Mutter. Eigentlich immer meine Eltern. Also ich bin adoptiert, deswegen. Being able to do things that I love to do. I'm a musician. Ja, ich würde sagen, die Höhlen auf Teneriffa und La Gomera. Ich bin jetzt nur den Sommer hier, um ein bisschen Geld zu machen und dann geht's Ende des Sommers wieder los. Glückseligkeit, je nachdem, was mich dann vielleicht mit 80 Jahren erfüllen wird. Ich würde sagen Liebe, also insgesamt Familie, Gott, Selbstliebe, so gibt's mir halt. Was sehr wichtig für mich ist Beten, dann gibt mir wieder Kraft in mein Leben und meine Familie auch. Mein Glaube. Hauptsächlich studiere ich den Kram. Wissenschaftliche Texte darüber zu lesen, gibt mir spirituell etwas. Gott war schon immer mein Halt, das ganze Leben. Ich meditiere recht viel. Das ist ein Teil einer Selbsttherapie gewesen. Manchmal nehme ich das Vaterunser mit dazu. Wir befinden uns hier in der Evangelischen Akademie Frankfurt. Und um mich herum versammelt sind 4 junge Teilnehmende eines Seminars der Johann Wolfgang Goethe-Universität, eines theologischen, eines systematisch-theologischen Seminars in dem Semester, im Sommersemester 2023 ging es um das Thema Gebet. Sie alle werden das Vaterunser kennen aus Gottesdiensten. Sie haben es auch theologisch sicher irgendwann mal besprochen, analysiert. Was für ein Verhältnis haben Sie zu diesem Gebet? Für mich ist es ein sehr gemischtes Verhältnis. Man wächst ja damit irgendwie auf. Und es gab aber schon so eine Zeit in meinem Leben, so gerade Anfang 20 oder so, wo es sich irgendwie so leer für mich angefühlt hat und wo es so was Phrasenhaftes bekommen hatte irgendwie mit der Zeit. Und das war tatsächlich jetzt eine Wiederentdeckung für mich vor ein paar Jahren, das Vaterunser auch wieder als Gebet kennenzulernen, wieder zu entdecken für mich, das nicht mehr phrasenhaft ist, sondern was sich wieder für mich mit einer Bedeutung füllt. Ich habe tatsächlich ein sehr positives Verhältnis zum Vaterunser. Ich rutschte immer so in meine Kinderkirchenzeit zurück. Da haben wir das immer mit so tollen Gesten gebetet und irgendwie immer, wenn ich im Gottesdienst bin, fühle ich mich wieder so kindlich und total wohl. Also ich arbeite ehrenamtlich in der Konfi-Arbeit mit und in so der Arbeit mit Konfis wird mir dann manchmal klar, was es eigentlich für ein tiefgehendes Gebet ist, ne? Und dass es eigentlich uns alle als Christen eint, über fast alle Konfessionen hinweg, wenn nicht sogar alle. Und das immer mir so vor Augen zu führen, finde ich dann total krass. Jetzt gibt es eine veränderte Fassung dieses Gebetes, die ist im Zusammenhang mit der Impulspost der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau auch in die Gemeinden getragen worden. Das trotzdem unser. Wie geht's Ihnen denn damit? Ich habe mich gefragt, wie das trotzdem zu verstehen ist. Ist das so ein naives, kindliches Trotzdem? Also ich weiß, dass es irrational ist, aber ich mache es trotzdem. Ich fasse trotzdem auf die Herdplatte, Mama, ja? Obwohl du mir gesagt hast, dass es wehtun wird. Oder ist es ein Trotzdem, das sagt, es gibt vielleicht einen anderen Grund, der dafür spricht, das Gebet zu beten. Vielleicht auf der Gefühlsebene oder so etwas. Ja? Also ich fand es eigentlich erstmal ganz gut, weil das Trotzdem ist so ein Teil meiner Lebenseinstellung, mit der ich so ein bisschen durch vieles schon gegangen ist. Insofern ist es auch so ein Element, was mir Halt gibt. Womit ich so meine Schwierigkeiten hatte, war, es gab ein Trotzdem in diesem Trotzdem unser, mit dem ich am meisten Schwierigkeit hatte, und das war das erste Trotzdem, weil ich so das Gefühl hatte oder habe, dass damit auch das Trotzdem angesprochen wird in diesem Gebet. Also dass es sich an das
an einen trotzdem auch richtet und nicht an Gott zum Beispiel. Ich würde sogar noch weitergehen, dass ich das trotzdem Armen auch irgendwie vom Gefühl her sehr schwierig finde. Die in der Mitte, die sind so eingefügt, das ja, fragt man sich zwar trotzdem trotz wessen, aber dass das trotzdem den Vater ersetzt, finde ich super schwierig. Wir haben ja auch in dem Film eben schon gesehen, dass das trotzdem, dass der Vater etwas ist, was vielen Leuten Halt gibt. Und das ist hier einfach weg, dass es die Familie fehlt irgendwie, dieser Bezug. Für mich zumindest macht das einen großen Unterschied, ob ich mein Gebet gegenüber mit trotzdem anspreche oder mit Vater. Also ich finde, das färbt die ganze Atmosphäre, unter der das folgende Gebet, die folgenden Sätze liegen. Ich weiß gar nicht, ob ich es ausschließlich negativ bewerten würde, aber es färbt auf jeden Fall das, was danach kommt, und es stellt so ein bisschen in Frage, finde ich. Brauchen wir denn vielleicht ein Trotzdem oder ein Trotz in der Gegenwart, in der Welt, in der wir leben? Also ich glaube, es braucht schon ein Trotz oder ein Trotzdem, um irgendwie so durch das Leben, durch die Welt zu gehen. Also man wird ja auch mit viel Leid, Konflikt, was auch immer konfrontiert. Und damit irgendwie umzugehen, finde ich, braucht es manchmal ein bisschen Trotz oder ein bisschen trotzdem Glauben. Nicht immer, aber manchmal entspricht es meiner Lebensrealität und bestimmt auch der von anderen Menschen, dass sich das Leben mehr wie ein Gegner als wie ein Freund anfühlt. Und dann ist das trotzdem ein ganz guter Krisenmodus, glaube ich, mit dem man dem begegnen kann. Ich fand gerade die hinter uns liegende Corona-Zeit war für mich auch eine ganz stark eine Trotzdem-Zeit, weil man das Gefühl hatte, alles war in Krise. Und dann trotzdem zum Beispiel vor die Tür zu gehen, trotzdem spazieren zu gehen, trotzdem nicht das Studium an den Nagel zu hängen zum Beispiel, trotzdem weiterzumachen, trotzdem Lebenswillen zu entwickeln, da habe ich das ganz stark gebraucht, dieses Trotzdem. Sie haben das als junge Menschen sicher ganz intensiv auch erlebt. Im Grunde jagte eine Krise die andere. Da war Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise immer noch und auf lange Zeit hin etwas, was uns beschäftigt. Dann die Corona-Pandemie und jetzt zuletzt seit etwas über einem Jahr der Krieg Russlands in der Ukraine. Ist ja auch eine Krise mit all dem, was damit verbunden ist und Energieknappheit und die ganzen Herausforderungen, die sich uns dann auch gesellschaftlich und politisch und auch menschlich stellen. Und Sie durchleben das als junge Menschen sozusagen permanent. Da braucht man doch einen Halt in so einer Zeit, oder? In so Zeiten. Es scheint mir doch so, dass immer die Familie für mich zumindest den letzten Rückhalt, den letzten Anker bildet. Und dann natürlich auch der Glaube, gerade jetzt als Christen, die wir ja hier vorne sitzen. Und das ist vielleicht auch der Punkt, warum wir uns mit dem Ersten trotzdem so schwer tun. Ja, wir sind es so gewohnt, den Vater als Gottesbild vor Augen zu haben, dass es uns schwer tut, vielleicht auf diesen familiären Bezug zu verzichten in einem Gebet. Ja? Also Gott als den Vater sich vorzustellen, hat ja durchaus auch seinen Reiz. Nun gibt es ja auch Menschen, die sagen, eigentlich sind Gebete, egal ob sie nun Vater oder Mutter unser oder trotzdem unser heißen, ziemlich nutzlos. Es lohnt sich gar nicht zu beten oder hat nur einen sehr, sehr eingeschränkten Sinn. Hat Sie da irgendeine Position besonders herausgefordert oder verärgert oder besonders bestärkt? Aus der Gebetspraxis, muss ich sagen, hat sich mir Kant insofern erschlossen, als dass ich mich schon manchmal frage, wenn ich bete, wenn Gott doch allmächtig ist, warum soll ich denn dann überhaupt ihm erzählen, was er doch sowieso schon wissen muss? In meiner persönlichen Gebetspraxis erlebe ich es eher so, dass das Gebet einen emotionalen Gehalt hat. Also, dass ich danach mich vielleicht gestärkt fühle, dass ich meine Sorgen irgendwie abgeladen habe, wenn ich welche hatte, oder auch meine Freude geteilt habe. Das scheint mir doch ein sehr rationaler Zugang zum Gebet zu sein. Dass man Gott nicht so als außenstehende, transzendente Entität denkt, sondern dass Gott unter uns in der Welt ist. Und dass die Kommunikation praktisch gar nicht so nach außerhalb geht. Also wir als Menschen kommunizieren nach außerhalb dieser Welt, sondern wir kommunizieren eigentlich in die Welt rein, wenn Gott unter uns in der Welt ist. Also ob Gott jetzt
auf das Gebet reagiert oder nicht, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber die Einstellung, mit der wir selbst dann dran gehen, ich glaube, die ist auch wahnsinnig wichtig. Wie würden Sie antworten oder reagieren, wenn Gott Ihnen sagen würde, ich bin trotzdem da? Für mich wäre der Satz pures Evangelium. Das ist ja wirklich, ich hoffe, dass das auch etwas ist, was ich in meinem Leben an andere Menschen weitergeben kann, diese Gewissheit, Gott ist trotzdem da. Eine viel schönere Zusage ist es doch eigentlich zu hören, ich bin da. Und das trotzdem ist ja, schwingt ja implizit, finde ich, schon so ein bisschen mit. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es das ausgesprochen wirklich braucht. Ich finde, wenn man sagt, ich bin trotzdem da, dann impliziert man immer schon einen Vorwurf, eine Schuld, was Negatives, würde ich sehen. Weiß ich nicht, ob Gott das so machen würde. Die Frage kann ich nicht beantworten. Aber den schöneren Zuspruch fände ich nur, ich bin da, ohne das trotzdem. Frau Hübner, damit haben Sie ein wunderschönes Schlusswort gesprochen. Ich glaube, das lassen wir so stehen. Und ich danke Ihnen allen sehr, dass Sie sich an diesem Gespräch beteiligt haben. Da hat es ja Mut gebraucht. Und ganz herzlichen Dank für diesen Mut. Und Sie waren da und Gott auch.